Ja, die KIT-Initiative gibt es jetzt 6 Jahre und wir nutzen natürlich diesen Meilenstein Kulturhauptstadt 2010 und wollen eine Projektskizze zur Verfügung stellen, sodass verschiedene Projekte innerhalb dieses Rahmens sich verwirklichen können. Also wir haben gesagt, die Kultur übergeben wir unseren Kindern ja nicht nur über Kunst, sondern insbesondere auch über unsere beruflichen Erfahrungen. So, und so haben wir dann das Projekt Kultur der Technik, Kultur des Handwerks, Kultur der Wissenschaft in die Landschaft gesetzt. So, auch die heutige Veranstaltung ging ja in diese Richtung, in der Podiumsdiskussion und so weiter, sodass die vielen kreativen Menschen, die hier sind, ihre eigenen Projekte haben, der unterschiedlichsten Art, wenn sie denn in diese Richtung passen, ja, da ist einer, der macht IT-Sachen, Programmierung. Die haben da jede Menge Leute inzwischen, die da zusammenkommen beispielsweise. Dann gibt es eine Jugendgruppe, die macht jetzt hier eine Welt in Balance. Das scheint erstmal nichts mit Technik zu tun zu haben, aber in Verantwortung für unsere Gesellschaft. Auch Ingenieure müssen Umweltschutz und solche Dinge mit berücksichtigen. So, und diese Projekte könnten sich alle unter diesem Rahmen 2010 verwirklichen. Und die Finanzierung der ganzen Geschichte wollen wir so machen, dass Spitzenleistungen präsentiert werden. Das sind Firmen. Ja, ThyssenKrupp präsentiert seine Spitzenleistung. Aber wer Spitzenleistung präsentiert, soll auch Jugendprojekte mit berücksichtigen. So, das ist dann die symbolische Übergabe der Kultur an unsere Kinder. Ja, das war zunächst einmal die Möglichkeit, mich selbst zu verwirklichen. Sozusagen im staatlichen Bildungssystem kann ich manche Dinge nicht tun. Ich bin ein sehr kreativer Mensch und habe gesagt, das mache ich außerhalb der Schule. Und habe mir mein eigenes An-Institut gegründet, wie würde man an der Universität sagen, wo man dann mit Drittmitteln relativ frei Dinge machen kann, die man im staatlichen Bildungssystem nicht so gut machen kann. Also, wenn Sie so wollen, ist die KIT-Initiative eigentlich eine Projektentwicklungsgesellschaft, eine Unternehmensberatung für gemeinnützige Projekte. Wir haben auch die Zielgruppe in Richtung mittelständische Unternehmer entwickelt, weil man darüber nämlich auch ein bisschen an Finanzierung kommt. Dass ein gewisser Grundstandard da ist. Allerdings möchte ich das nicht so haben wie im staatlichen Bildungssystem. Diese Überzertifizierung, sage ich mal. Ja, es muss auch ein entdeckendes Lernen möglich sein. Es muss auch Trial and Error möglich sein. So wie hier im Unperfekthaus. Man muss auch mal was ausprobieren dürfen. Und dann ist wichtig, dass die Kinder viele Lernszenarien bekommen, damit sie sich entdecken können. Damit sie ihre Talente entdecken und da dann weitermachen können, wo sie damit viel mehr Motivation, intrinsischer Motivation sozusagen, an diesen Dingen weitermachen. Meine Tochter ist mit 14 Jahren, entdeckt sie plötzlich die Mikrosystemtechnik als Mädchen. Ja, ist ausgezeichnet worden, Bundessiegerin geworden, das wäre in Schulen so nicht passiert, seitdem wir sie Ingenieurin werden. Die Weichenstellung war mit 14, die ist was heute ganz klar. 13. Klasse, wo viele noch gar nicht wissen, was sie studieren wollen. Ich will Mikrosystemtechnik studieren.